Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Black Ops 2 mit mir, Alvar 1990, Standoff, Team Deathmatch mit TRMP7. Und ja, heute haben wir Freitag, ich nehme es halt aber trotzdem am 15.10. um 19.28 Uhr auf, genau, wo auch die Mittwochsfolge entstand, genau an dem gleichen Tag. Jo, gestern habe ich ja ein bisschen über GS5 da mit den Aufrufzahlen philosophiert. Jetzt möchte ich philosophieren, ich war ja am Wochenende in Hannover, beziehungsweise in, ja, Garbsen. Auf der GSH, auf der Games Season Hannover, auf dieser LAN-Party, oder auf der LAN, und das hat mega Laune gemacht. Nächstes Jahr gibt es halt die XXL GSH, oder GSH XXL, und die befindet sich dann in der, in den zwei Messehallen von der Hannover Messe. Wo ist er denn? Irgendwie läuft, ruckelt das Game auch ein bisschen, meiner Meinung nach. Naja, egal. Da sind es denn 1400 Plätze. Eigentlich wollte ich auch so ein bisschen mal so ein Vlog rausbringen, hat aber nicht funktioniert. Die Aufnahmen aus dem Auto, im Auto wurden halt, ja, sind halt verwackelt, und auf der LAN habe ich nicht wirklich viel gefilmt, weil es nicht ganz so funktioniert hat, wie ich es mir gedacht habe, mit der Position, der Kamera, etc., etc., dass man da halt keine gute Footage halt aufnehmen konnte. Und deswegen habe ich es halt nur im Endeffekt gelassen. Aber kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, dort mal auf eine LAN zu gehen. Einfach mal den einen oder anderen Kumpel mal schnappen und dann mal zu sagen, pass auf, yo, wir gehen da jetzt mal hin und zocken mal so ein bisschen. Wir waren jetzt in der 16er Halle. Wurde ja unterteilt in zwei Hallen. Einmal 16er, einer 18er. Wir waren halt in der 16er und haben da halt ein bisschen Counter-Strike, also CSGO, gezockt. Im 18er Bereich, da ist natürlich COD, CSGO, Rainbow Six Siege, halt die ganzen 18er Titel vertreten. Und Alter, what the fuck. Ich weiß nicht, irgendwie leckt es ein bisschen, finde ich. Kann auch sein, dass es die Gegner sind. Ist jetzt nicht ganz so geil, was sie hier spielen, aber nur egal. Auf jeden Fall mega Bombe gewesen. Die komplette LAN da von Freitag, ja, ich bin ja Freitag hingefahren und Sonntag dann weg. Wieder zurückgefahren. Ging ja die paar Tage dort. Und mega Laune. Wie gesagt, nächstes Jahr bin ich auch wieder auf der GSH. Und zwar dann auf der XXL und dann in der Herbst-LAN. Alter, Mann, Alter, er holt mich halt. Ja, weil er da wieder campt, diese Sau. Es kann es doch nicht geben. Aber na gut, egal. Immerhin wird das Commentary hier ein bisschen on point sein. Der Spacko rennt hier immer noch mit seinem Scheißsturm hier. Und da gibt's denn die MP7 ins Gesicht. Naja. Komm schon. Na, nun ist das schade. Ich dachte immerhin, kriegen noch einen Kill, aber. Naja. Sieht eher nicht danach aus, dass ich hier vielleicht ordentlich mal abschneide. Ich bin auch mal gespannt, wie denn halt das neue CD wird. Ich weiß, wir wechseln jetzt mal ganz kurz das Thema. Wie gesagt, GSH kann ich halt nur empfehlen. Oder generell mal so eine LAN-Party. Schnappt euch fünf Freunde. Und zockt da. Oder teilweise reichen auch zwei oder drei. Da wurde auch Rocket League gespielt. Gab ein Rocket League 2 und 2 oder 3 und 3 Turnier. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Auch so weit ist da vorhanden. Natürlich dann wieder im 16er Bereich. Aber von daher kann man da auf jeden Fall viele, viele Sachen machen. Turniere gab es auch. CSGO, 5 und 5, 2 und 2. Einmal 2 und 2 Wingman. Einmal 2 und 2 Aim Map. 5 und 5 richtigen Main Cup. Dann einmal gab es ein Fun-Turnier. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Aber hier ist definitiv nichts für mich dabei, weil die guten Leute sind einfach mal nur am Campen. Und irgendwie ruckelt das Spiel. Muss man mal dazu mal sagen, dass da irgendwas nicht ganz so rund läuft. Ich habe keine Ahnung was. Da steht sogar ein Geschütz einfach mal. Mann, das kann doch nicht sein. Wie kann man denn so krass hier irgendwo campen? Den ziehen wir mal einfach mal unter Beschuss. Dumme Geschütz da. Gucken, ob ich da irgendwie von der Seite nochmal rankomme. Mann, Alter, es kann doch nicht sein, dass die jetzt hier alle mit Shotgun umherrennen. Ich spiele 8-11. 8-11. Er sitzt da immer noch mit seiner SKH. Er sitzt halt immer noch. So, wirst du halt umgesprayt. Mein Gott, wo ist das? Alter, er sitzt da halt immer noch so kacken dreist und denkt sich, wow, geil, ich bin der King. Na, aber mal gucken, ob wir den Typen hier hinten mal abziehen können. Okay, oder auch nicht.
Ah, da steht nochmal einer. Oh Mann, das Geschütz lebt ja immer noch. Das ist natürlich dann unlucky, dass da das scheiß Geschütz denn noch steht und der mir genau in die Fresse rein. Und der Milan denkt sich so, yo, Shotgun ist easy, wir spielen jetzt mal ein bisschen was anderes. Vor allem, ey, der soll mal Fortnite spielen mit seinen scheiß Umhergehopse, ne? Na gut, egal. Dann würde ich sagen, ja, L14, ich weiß, war halt kacke. Und keine Ahnung, was der schon mehr von mir will. Ich bin definitiv nicht tryhard. Weil dann würde ich nicht kommentieren, sondern mehr fokussen. Aber nun gut, egal. Dann würde ich sagen, ich bin raus. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, auch wenn es eine schlechte Leistung war. Aber dafür war das Thema on point. Dann würde ich sagen, haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.